Ich bewerbe mich für den Kreisvorsitz, für diesen Kreisverband, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich der Meinung bin, oder weil ich euch gleich noch sagen möchte, warum ich dafür geeignet bin, das zu machen. Und zum anderen, weil ich es auch gerne machen möchte. Das Erste ist, ich habe mich vor 10 Jahren angefangen zu engagieren. Da war ich 5 Jahre bei einer Gruppe in Dresden, die hieß Konsum Global, und bei einer anderen Gruppe, die hieß oder heißt TO Umweltinitiative. Bei der einen waren wir sehr basisdemokratisch organisiert, bei der anderen war ich auch mal 2 Jahre Geschäftsführerin. Also damit möchte ich euch sagen, ich kann beides, mich einer basisdemokratischen Gruppe unterordnen oder einem losen Haufen vorne anstellen und den durch die Gegend schleifen. In beiden Gruppen habe ich gelernt, dass es ganz wichtig ist, sich zu organisieren, und das haben wir auch gut hingekriegt, Aktionen vorzubereiten und sich zu überlegen, eine Strategie für das Handeln zu überlegen und auch vereinsmäßige Konflikte auszutragen. Dann war ich die letzten 5 Jahre beim Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen. Das ist ein Dachverband von entwicklungspolitischen Vereinen und Initiativen in ganz Sachsen. Und dieser Verband besteht aus ungefähr 60 Gruppen. Und ich habe da auch mal einen Prozess mitgemacht, wo wir das Selbstverständnis der Gruppen geklärt haben. Wir hatten ganz groß die Frage, was ist eigentlich Entwicklung, wie verstehen wir Entwicklungspolitik, welche Entwicklung wollen wir vertreten und so weiter. Und diesen Prozess habe ich geleitet. Und auf der anderen Seite, das ist ja so ähnlich wie bei uns in der Partei, nämlich wir stellen uns ja auch immer die Frage, was ist eigentlich linke Politik, wie wollen wir die rüberbringen, was ist eigentlich links und so weiter. Und aus dieser Netzwerkarbeit habe ich auch die Erfahrung von sogenannten Generationenherausforderungen mitgebracht, weil auch unser Netzwerk sehr geteilt war zwischen den auf der einen Seite älteren und schon lebenslang Engagierten und auf der anderen Seite den jungen Leuten. Und es gab genau denselben Konflikt, dass es eine sehr starke Konzentration von Vereinen in der Stadt, also Dresden, Leipzig und Chemnitz, gab und nur noch wenige Vereine auf dem Land. Und anhand dieser Beispiele möchte ich euch sagen, ich habe Erfahrungen gesammelt mit einem großen Netzwerk, und eine Partei ist ja auch sowas Ähnliches wie ein großes Netzwerk mit ihren Basisorganisationen und mit ihren Regionalbezügen und dann eben auch mit ihrem Kreisverband, sodass ich gerne in unserer Partei hier im Kreisverband diese Arbeit, die Verantwortung für die Koordination des Verbands übernehmen möchte. Ihr alle kennt euch ja zum Teil schon lebenslang, ihr habt schon immer zusammengearbeitet. Man muss dabei immer mal anerkennen, jeder und jede ist halt, wie er oder sie ist. Da können wir noch so oft über den anderen schimpfen, die Dinge werden einfach so bleiben, wie sie sind. Und deswegen können wir alle nur versuchen zu lernen, die Stärken, die der oder die andere hat, eben anzuerkennen und hervorzuheben und uns nicht darüber aufzuregen. Denn der eine ist mehr fachlich unterwegs, der andere kann sich nach vorne stellen und gute Medienarbeit machen, der andere behält sich gerne mal im Hintergrund und macht strategische Arbeit, und ich finde, wir sollten das alle gegenseitig wertschätzen. Denn wir müssen den Veränderungen oder den Herausforderungen, die vor uns stehen, den müssen wir uns stellen. Es wird große Veränderungen geben, also das zeichnet sich ja die ganze Zeit schon ab. Die sind auch beängstigend, gerade für die älteren Genossen, die noch ein anderes Parteizusammenarbeiten gewöhnt sind, als wir das die Jüngeren tun. Und aber nur wer Angst hat, kann auch mutig sein, und deswegen bitte ich euch alle daran mitzuwirken, dass wir neue Verbindungen aufbauen, uns nochmal neu organisieren, umverteilen, unsere Gesamtmitgliederversammlungen, Kreisparteitage, Ortsverbände anders organisieren, strukturieren, aufbauen, um vor allen Dingen erstens neue Mitglieder auch zu gewinnen, um weiter in die Zukunft zu gehen. Die Mitgliederkommunikation auf neue Füße zu stellen, dazu ja auch heute diese Umfrage hier, was die Links der Neiße anbetrifft. Und was wir als Erstes dann auch mit der neuen Kreisgeschäftsführung machen werden, ist natürlich alle Ortsverbände besuchen und zu schauen, wie können wir da auch zusammenarbeiten, gerade mit Löbau und Zittau, wo ja die Teilnahme am Kreisvorstand etwas auf wackeligen Füßen steht, beziehungsweise nicht vorhanden ist. Und was ich auch noch ganz super finde, was sich abzeichnet, ist, dass wir eine Arbeitsgruppe zum Thema Frieden, Truppen, Übungsplatz und Gedenken kreisweit auf die Füße stellen werden, die sich Defender 2020 nächsten Jahr stellen wird. Und dass wir auch das Thema Strukturwandel, Kohleausstieg, wann, ja oder nein und so weiter, dass wir uns auch dem hier gesondert und gestärkt weiterstellen werden. Und natürlich auch dem Antifaschismus, denn wenn die Volkshochschule meint, sie müsse in Görlitz eine Veranstaltung zum Thema Linksextremismus machen, dann sagen wir, nein, der Rechtsextremismus in unserer Region ist ein Problem, und dem stellen wir uns weiter entgegen. Ich sag nur noch Danke.
Also danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bitte um eure Stimme und nehme jegliche Hinweise für eine gute Kreisvorsitzendenführung gerne entgegen. Danke.